Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute will ich was neu bauen. Ich habe ja hier so eine schöne Platte von Ulf Hettner für meine AK-Swiss-Schiene, um quasi die Waffe hier drauf zu legen, und das Ganze kann ich unten verschieben. Das ist natürlich ganz schön dick und auch ganz schön schwer. Und da meine Waffe jetzt ein bisschen schwerer geworden ist, will ich ein bisschen Gewicht sparen. Und das kann ich natürlich durch das Package hier, aber das ist schon relativ leicht, und durch die sehr dicke Aluminiumschiene. Die baue ich einfach neu mit einem AK-Swiss-System. Das ist hier aus dem Fotobereich. Und ich probiere einfach mal was zu bauen. Ich nehme dazu eine ganz leichte Aluplatte, und die soll ausreichen. Ich bin mal gespannt. Vielleicht muss ich die noch ein bisschen verstärken, aber ansonsten will ich quasi ein Teil bauen, was auf jeden Fall leichter ist. Mal sehen, ob mir das gelingt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. So, ich habe soweit fertig. Das heißt, dieses Teil, was ja mit diesem Sack hier zusammen 200 Euro kostet, oder weniger oder ein bisschen mehr, keine Ahnung, muss ich mal nachgucken, habe ich jetzt ersetzt durch quasi ein 10 Euro und ein 10 Euro Teil. Mal sehen, ob es hält. Das heißt, dieser Spannmechanismus und die AK-Schiene, die hier drauf ist, ist ja bloß dieser eine, ja, Halter, und die Schiene geht sehr, sehr lang. Und diese Schiene ist sehr kurz, aber beim Zweibein ist es ja auch sehr kurz, also hält sie vielleicht. Das heißt, die Teile werden jetzt noch zusammengebaut. So, ich baue das Ganze jetzt mal zusammen. Also, das ist mein Teil, das ist das Originalteil und das ist der Sack dazu. Dieses Teil wiegt 491 Gramm und diese Sachen zusammen wiegen 230 Gramm. Das sind also 260 Gramm weniger, ein Viertelkilo weniger. Das ist schon sehr gut. Mal sehen, ob das dann auch hält. Also. Ich werde das Ganze mit Loctite zusammenbauen. Also nur ein ganz klein bisschen. So, jetzt müssen wir das Ganze noch gerade stellen hier. Jetzt können wir es einmal leicht anziehen, also wirklich nur leicht. Und jetzt werde ich die mittlere Schraube nochmal rausdrehen hier, die originale. Also die habe ich natürlich gekürzt. Die steckt auch nur ganz wenig drin. Deswegen muss da ein bisschen mehr dran. So. Das ist also die Platte jetzt. So sieht das Ganze aus. Die langen Löcher sind ausgefeilt, also gebohrt und ausgefeilt. Hier ein Einschnitt. So sieht das Ganze aus. Das kann hier gedreht werden. Schön, da ist genug Platz. Und jetzt kommt hier der Originalsack dran. Und jetzt das Ganze schließen. So ist es beim Originalsack auch. Also beim Originalteil hier. So, das ist jetzt ein bisschen lang hier, das kann ich abschneiden, wenn ich möchte. Aber ich kann es auch so lassen. So ist das Ganze jetzt erstmal fest. Das sieht gut aus, und jetzt kann ich das Ganze mal an der Waffe ausprobieren. Ich hole mal die Waffe her. Und ich brauche den auch nicht von vorne reinschieben, das muss ich ja bei dem.
den kann ich nur von vorne reinschieben. Das heißt, ich muss jetzt immer abmachen. Und ich habe das jetzt so gemacht, dass ich den einfach von der Seite, also ich bediene den ja von der anderen Seite, aber ich mache den mal so rum dran. Ist auch egal. Ich kann den einfach aufschrauben und aufsetzen. So, und jetzt ist er fest. Kann ich nach vorne, nach hinten und hier auflegen oder auch so weit nach vorne auflegen, damit ich hier vor dem Magazin bin. Genau. Also ich finde das super gelungen und deutlich leichter. Ja, gefällt mir. Kann man einfach abnehmen. Das ist die ganze Konstruktion. Ja, vielen Dank fürs Reinschauen. Das war schon wieder. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Würde mich über einen Daumen hoch freuen. Kanal abonnieren nicht vergessen. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.